die arbeiten hier 5,5 Jahre. Zu Hause normale Arbeit, aber schlecht bezahlt, deswegen schließen. Diese Arbeit, das ist nichts einfach, aber trotzdem wegen Geld für meine Kinder und meine Familie. Ich komme für hier für Sabine und Sabine probieren bei mir helfen. Sabine helfen, das ist immer gut. Also das La Strada ist quasi keine Suppenküche oder sowas, wie viele ja denken, dass die Frauen hierher kommen nur zum Essen und Trinken und dann gehen sie wieder, sondern man hat gesagt damals, dass Prostituierte, also weibliche Prostituierte sowie männliche Prostituierte, eine relativ schwierig zu erreichende Zielgruppe ist, also für die soziale Arbeit, und man will irgendwie mit denen in Kontakt kommen. Und deswegen hat man quasi hier direkt im Milieu, also direkt, wo die Frauen an der Lebensrealität der Frauen angesetzt, diese Anlaufstelle gemacht, wo die Frauen wirklich kommen können, ohne Angst, ohne irgendwie Scham oder sonst irgendwas. Also die Frauen wissen, die Sozialarbeiterinnen hin sind ja auch eben mit dem Thema vertraut. Das kriegen wir auch ganz oft von den Frauen gesagt. Ah, jetzt habe ich endlich mal jemand, der so mich versteht oder mit dem ich da offen drüber reden kann. Freitag oder Samstag so. Mit zwei Jungs gekommen und dann schlägt er Rede mit mir und hat gesagt mit mir zum Beispiel Schlampe, Hure und so weiter und ist mit so gemacht. Und diese ist auch wieder zurückgegeben mit mir. Wir konzentrieren uns hier in der Anlaufstelle tatsächlich auf die Menschen, die von Armutsprostitution betroffen sind. Weiblich-heterosexuelle Prostitution ist mehr institutionalisiert durch Bordelle und Laufhäuser und dergleichen. Genau, also ja, die männliche Prostitution findet halt viel verdeckter statt. Durch das Streetwork versuchen wir sozusagen in die Räume der männlichen Prostitution zu kommen. Wir versuchen, die Themen aufzugreifen. Es geht tatsächlich um den anerkennenden Ansatz gegenüber der Tätigkeit, über der aktuellen Lebenssituation. Dann kann man natürlich auch noch so Sachen aber machen. Ich glaube, wenn man witzig ist, ist das, glaube ich, auch nie verkehrt. Und ich glaube, solche Geschichten halt eher. Wenn ich gehe zum Beispiel für mein Bett und dann ich immer denke, wenn ich meine Augen zu und ich immer denke für mein Kind und habe ein Foto auch für mein Kind, für meine Handy. Ich kann immer 200 für Woche wegen meiner Familie helfen und mit meinem Kind. Der moderne Zuhälter ist nicht der wie im Tatort mit der Lederjacke und einem Feinripp-Shirt, sondern es ist irgendwie der Onkel, der Bruder oder der Vater oder eben, sagen wir mal, die Familie. Die Familie, die dann eben auch von daheim die Frauen unter emotionalen Druck setzt, hier in Deutschland für die Familie Geld zu verdienen. Also im Schnitt nehmen die Frauen so in der Altstadt hier so zwischen 40 und 50 Euro pro Freier. Ich habe aber auch schon gehört, dass es auch deutlich weniger ist. Je nachdem, wie die unter Druck sind, je nachdem, was für eine Zeit ist, also zum Beispiel Ende des Monats, ist immer so ein bisschen schwierig, weil dann wohl die Freier noch kein Gehalt haben und so. Ist wirklich, also tatsächlich so. Danach wird es dann halt gerechnet, aber verschwindend gering. Und jeden Tag stehen da, wenn zum Beispiel keine Arbeit, und dann ist ganz schlecht. Nur Stress. Ich bin jetzt 27, langsam, noch ein paar Monate. Und dann ist, danke jetzt, noch dieses Jahr und dann noch meine Arbeit muss gefunden. Wegen dieser Arbeit, das ist jeden Tag schlecht. Und ich bin keine Kraft mehr für meine Arbeit mehr weiter.
Deswegen, ich denke, so normale Arbeit muss gefunden werden. Normale Leben. Wenn ich normale Leben habe und dann ich bringe für mein Kind für hier Deutschland. Wenn man mal mit den Frauen auch den Ausstieg gemacht hat, ist es ja nicht so, dass die dann weg sind und dann sieht man die nie wieder, sondern wie gesagt, ich sehe die ja ungefähr so zweimal die Woche dann, weil die ja immer, da kommt immer irgendwas. Ich kann ihr helfen und ich kann ihr versuchen, sie auf die Füße zu stellen, aber laufen muss sie halt selber. Das kann ich nicht noch für sie übernehmen. Ja, das sollte auf jeden Fall aus der tabuisierten Zone auf jeden Fall erstmal rausgerissen werden. Und ich bin auf jeden Fall dafür, dass die Möglichkeit bekommen, ihr Leben hier so zu gestalten, wie sie das gern hätten und wie sie das für sich persönlich tatsächlich wünschen.